Egal ob klein oder groß, zum richtig Sporteln oder einfach zum Spaß haben, das Trampolinspringen erfreut sich großer Beliebtheit. Wichtig ist es hier aber auch, einige Punkte einzuhalten, um die Gefahren zu minimieren. Dies fängt schon beim Aufbau des Trampolins an. Dies sollte fachgerecht passieren und auch auf einer ebenen und nicht zu harten Fläche. Gerade bei Kindern gilt es auf jeden Fall, wachsam zu bleiben. Also einerseits möchte ich sagen, dass es für Kinder sehr günstig ist. Es trainiert die Kraft, die Muskulatur, die Gelenke, die Bänder. Es fördert das Gleichgewicht, das motorische Fähigkeit und sehr hohe Stabilisation. Das ist sehr positiv. Nur wenn Kinder spielen, sollten sie bitte nicht alleine spielen. Und man muss aufpassen, je kleiner die Kinder, umso gefährlicher. Vor allem die Kinder unter 6 Jahren sind besonders gefährdet. Und sie sollten, wie gesagt, unter Aufsicht springen. Und man sollte gewisse Dinge beachten. Es sollte ein Netz da sein. Es sollten die Gewichte der Kinder nicht zu stark unterschiedlich sein, weil es doch ganz erhebliche Federeffekte geben kann, die gefährlich sind. Sie sollten nicht zusammenstoßen. Sie sollten keine gefährlichen Sprünge machen, also keine Saltos vor allem. Und sie sollten nicht vom Trampolin auf den Boden springen, weil es sehr gefährlich ist. Und da passieren auch die meisten Unfälle, die durchaus sehr erheblich sein können. Aber nicht nur Kinder sollten gewisse Verhaltensregeln einhalten. Auch für Erwachsene gibt es einige Punkte, die in puncto Sicherheit beachtet werden sollten. Bei den Erwachsenen ist es so, wenn man so ein Sportgerät verwendet, dass sie ihr Können eben auch nicht überschätzen sollten. Sie sollten auch ein entsprechendes Schuhwerk haben. Sie sollten in leichten Turnschuhen oder Gymnastikschuhen springen, nicht mit Socken und auch nicht im Nassen. Wenn man diese Sicherheitsregeln einhält, macht Trampolinspringen zum einen richtig Spaß und vor allem tut es auch dem Körper gut. Beim Erwachsenenspringen oder beim Trainingsspringen sollte man unbedingt alleine springen, weil es sehr gefährlich ist. Einerseits Zusammenstöße im Kopfbereich beispielsweise erheblich sein können, aber auch gewisse Kräfte, die nicht zu unterschätzen sind, wenn beispielsweise der Moment ungünstig ist, wenn einer landet und einer gerade springt, dass es passieren kann, dass es zu ganz erheblichen Verletzungen kommt, bis zu Unterschenkelbrüchen. Es kommen Verletzungen vor, auch im Gesichtsbereich, auch im Armbereich und auch im Fuß-Sprunggelenksbereich natürlich, Unterschenkel. Wirbelsäule ist auch nicht zu unterschätzen. Informationen zum richtigen Trampolinspringen gibt es über Sicheres Vorarlberg unter www.sicheresvorarlberg.at.